Die Mischungsverhältnisse unter Punkt 5 sind etwas schwierig in den Griff zu bekommen, weil die sich laufend kleinstandörtlich ändern. Aber wenn wir jetzt mal von diesem abgegrenzten Bezirk hier ausgehen, dann unter 5.1 wird ja der Mischungsgrad in Prozent im Herstellen angegeben. Und nach meiner Einschätzung ist jetzt die Hauptbaumart die Stieleiche, also SEI 40. Dann Bergahorn ist die zweithäufigste, 20. Schwarzerle, SER, auch 20. Fichte 10, Esche, ES abgekürzt, 5 und sonstige Laubbäume auch 5. Wichtig ist, dass die Quersumme immer 100 ergibt, auch wenn es Lücken mal zwischendurch gibt. Die Mischungsform ist hier wie folgt. Stieleiche, Bergahorn und Schwarzerde sind truppweise gemischt. Das heißt, es stehen immer 2 bis 3 Exemplare einer Art zusammen. Und Fichte, Esche und sonstige Laubbäume sind einzeln beigemischt. Die Mischungsart, es gibt die Schichtigkeit an. Das ist hier ein zweischichtiger Bestand. Ich glaube, das kann man gerade jetzt um diese Jahreszeit sehr schön sehen, wo der Unterstand schon ins das Laub ausbricht und im Oberstand noch nicht. Es fehlt im Wesentlichen der Zwischenstand. Unter Punkt 5.4 kommen wir zur Beurteilung der Mischungsverhältnisse. Und das kann man dann so zusammenfassen. Es handelt sich um eine standortsgerechte, autochthone, naturnahe und artenreiche Mischung. Die einzige nicht autochthone Baumart ist die Fichte und sie kommt mit verschwindend geringen Anteilen hier drin vor. Insofern ist sie also völlig unproblematisch. Unter Punkt 6 tragen wir links ein unter Baumart SEI für Stieleiche, BAH für Bergahorn, SR für Schwarzerle und BU für Buche. Wir fangen in der ersten Zeile an mit Kronenprozent der Stieleiche. Da gibt es einen Bereich von etwa 25 bis 40%. Das kann man gerade bei diesen beiden Eichen sehr gut sehen. Die linke, die hatte immer etwas mehr Licht zum Weg hin. Die ist relativ gut ausgeprägt, weit ausladend und macht etwa 40% der Gesamtbaumlänge aus. Und die rechts davon wird zum einen von dieser Eiche bedrängt und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, wurde sie bis vor kurzem noch bedrängt von Bäumen, die jetzt verschwunden sind. Und die hat eine sehr kurze Krone, nämlich etwa 20 bis 25%. Zur Kronenform, teilweise eben gut ausgeprägt, im linken Fall, ansonsten allgemein zu schmal und zu kurz. Und bei Kronenschäden würde ich reinschreiben, Trockenschäden. Auch um die Jahreszeit kann man es sehr gut erkennen, dass als Folge der Trockenjahre, die wir hinter uns haben, es viel Trockenäste gibt und das feinreisig oben fehlt. Man kann sehr gut durchschauen. Das Kronenprozent des Bergahorns ist 30 bis 50%. Das ist eine Halbschattbaumart, die erträgt also etwas mehr Seitendruck. Sie ist im Allgemeinen gut ausgeformt, in diesem Falle auf einer Seite etwas schmal oder bedrängt. Kronenschäden sind hier nicht zu erkennen. Das Kronenprozent der Buche ist etwa 70. Warum ist das so? Die Buche ist eine Schattbaumart und die umgebenden Ahorn, Erlen, Eichen, Eschen können die Buche nicht stark beschatten oder zum Absterben der Äste führen. Und das führt zu diesem enorm langen Kronenprozent. Man sieht auch im Hintergrund, dass dort der Waldrand ist. Also das heißt, von der östlichen Seite bekommt dieser Baum sogar ständig Licht. Die Krone ist weit ausladend und vital. Das Kronenprozent der Schwarzerle ist etwa bei 20 bis 25%. Die Schwarzerle ist eine Pionierbaumart und Lichtbaumart. Das heißt, sie startet in der Jugend sehr schnell. Da ist sie auch konkurrenzfähig, aber mit zunehmendem Alter wird sie eingeklemmt. Und wenn man sie dann nicht freistellt, dann kann die Krone später nicht mehr regenerieren, auch wenn man ihr später dann sehr viel Platz gibt. Damit ist auch das Dickenwachstum ab etwa 60, 70 Jahre weitestgehend abgeschlossen. Die Krone ist schmal, einseitig. Und besondere Schäden weist sie nicht auf. Abschließend zu dem Punkt Kronen kann man unter 6.4 Beurteilung der Kronen notieren. Buchenkrone sehr gut ausgebildet. Bei den anderen Baumarten, also Stieleiche, Bergahorn und vor allen Dingen Schwarzerle, zu kurz und zu schmal, teils einseitig. Das hängt damit zusammen, dass die früher lange Zeit zu dicht gehalten worden sind. Ich habe jetzt den Baum über Kreuz gekluppt in 1,30 Meter Höhe und bin zum Ergebnis gekommen, dass es einmal 57,5 und einmal 58 cm
BHD sind. Das ist eine internationale Konvention, dass Bäume immer in 1,30 Meter Höhe gemessen werden. Bei Punkt 7, Schaft, haben wir schon einige Daten erhoben. Ich gehe jetzt noch mal kurz durch. Bei Stieleiche Oberhöhe etwa 32 Meter, BHD 58, HD-Verhältnis bei Laubbäumen grundsätzlich uninteressant, astfreie Schaftlänge 8 bis 10 Meter. Bergahorn, Oberhöhe 28 Meter, also etwas kürzer, BHD 53, astfreie Schaftlänge bis zu 10 Meter. Schwarzerle, Oberhöhe 24 Meter, BHD 33 bis 40, astfreie Schaftlänge 5 bis 6 Meter. Und bei Buche, Oberhöhe 33 Meter, BHD in dem Einzelexemplar 72 cm, astfreie Schaftlänge 2 Meter, also zu vernachlässigen. Abschließende Beurteilung der Schaftform unter 7.5. Stieleiche im Allgemeinen gut, gerade. Bergahorn teilweise krumm, der Bergahorn wächst leicht phototrop, also zum Licht hin, ansonsten gute Qualität. Schwarzerle im Allgemeinen gute Qualität, aber zu schmal, also Durchmesser 33 bis 40. Und in dem Alter reagieren die nicht mehr, also da wird man keine nennenswerte Zuwüchse mehr erwarten können. Bei Buche tief beastet, bäulig, also ökonomisch nicht besonders wertvoll, landschaftsästhetisch und ökologisch aber umso wertvoller. Punkt 8.1, Schlussgrad, der ist ja sehr heterogen. Wir haben hier eine enorme Spannbreite, nämlich von locker, das heißt kleine Abstände, kleiner als eine Krone, bis lückig. Und wieso kommt es dazu, dass es lückig ist? Hier hat in den letzten Jahren das Eschentriebsterben gewütet und viele alte Eschen mussten entnommen werden. Und das hat dazu geführt, dass das Kronendach so lückig ist. Die Stammzahl im Herrschenden durch Abschreiten, auch da gibt es Riesenunterschiede von 5 bis 6 Meter teilweise bis zu 20 Metern, auch wiederum durch diese Lückigkeit. Im Durchschnitt haben wir einen Abstand von 12 bis 13 Metern und das ergibt 60 bis 70 Bäume im Herrschenden. Beim Punkt 9, Naturschutz, kann man natürlich hier aus dem Vollen schöpfen. Wir haben festgestellt, es handelt sich bis auf die Fichte nur um autochthone, standortsgerechte Baumarten. Es gibt sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse. Es gibt seltene Arten, die hier hervorgehoben werden müssen. Das ist nämlich die Türkenbuntlilie und der Winterschachtelhalm. Es gibt wenig stehendes Totholz. Das hat auch einen Grund, denn wir sind hier sehr nah an dem viel begangenen, befahrenen Bühlertalweg. Da sollte man nicht absterbende Bäume stehen lassen. Das ist einfach zu gefährlich wegen der Verkehrssicherungspflicht. Deswegen würde es sich auch nicht anbieten, hier ein Waldrefugium oder Bannwald auszuweisen. Es gibt etwas liegendes Totholz. Da hätte man in den letzten Jahren mehr liegen lassen können, aber es ist halt Gemeindewald. Und wenn hier Holz geerntet wird, dann wollen natürlich die Bürgerinnen und Bürger ihr Brennholz haben. Die Fichte als einzige nicht autochthone Baumart ist hier kein Problem. Was fürchtet man nämlich, wenn eine Baumart eingeführt wird, dass sie invasiv sein könnte, dass sie sich also ausbreitet? Und in diesen wüchsigen, nährstoffreichen Böden verjüngt sich die Fichte überhaupt nicht. Sie sind auch mit verschwindend geringen Anteilen beteiligt. Irgendwann werden die mal altersbedingt vielleicht durch Stürme, Trockenheit hier verschwinden und könnten dann sogar noch vorübergehend Nahrung bieten für den Schwarzspecht, der in den dicken alten Buchen brütet und aus den dicken alten Fichten Rossameisenlarven rausmeißelt. Also von daher kein Problem. Man könnte sich noch etwas mehr Artenvielfalt wünschen an anderen Baumarten, die ich vorhin aufgezählt habe. Aber im Großen und Ganzen ist hier, was Natur- und Artenschutz betrifft, die Welt völlig in Ordnung. Punkt 10, Bestandesgeschichte, bisherige Maßnahmen. Man erkennt keinerlei Pflanzreihen. Es sind standortsgerechte heimische Baumarten. Man kann also mit Sicherheit davon ausgehen, dass der jetzige Bestand durch Naturverjüngung entstanden ist. Lediglich die Fichten sind irgendwann mal gepflanzt worden. Vorbestand war hier im Ramort mit Sicherheit auch ein Stieleichen-Mittelwald mit Hainbuche, Winterlinde und den anderen Laubbaumarten. Und irgendwann hat man vor gut 100 Jahren diese Mittelwaldwirtschaft aufgegeben und dann ist dieser Bestand aus diesem Mittelwald daraus hervorgegangen. Er ist lange Zeit sehr dicht gehalten worden. Das ist die übliche Handschrift hier im Ramat gewesen. Das sieht man in hochgeschobenen, kurzen, eingeklemmten Kronen. In den letzten rund 20 Jahren ist er stärker aufgelichtet worden, stärker eingegriffen worden.
und in jüngster Zeit durch das Eschentriebsterben nochmal größer eingegriffen worden. Soweit zur Bestandesgeschichte. Und jetzt könnte man sich noch Gedanken machen unter Punkt 11, welches langfristiges Ziel verfolgt man hier? Wenn man das als Wirtschaftswald betrachten würde, dann würde man sagen, ein Stieleichenmischwald wäre eine gute Mischung mit Hainbuche, Winterlinde und auch der ganzen anderen Palette von Laubbäumen, die wir vorhin genannt haben. Anderer Schwerpunkt wäre ein Edellaubbaummischwald mit Bergahorn, Esche, aber wir wissen, Esche ist sehr selten geworden. Allerdings würde man hier nicht den Schwerpunkt auf eine ökonomische Betrachtung legen, sondern hier liegt der Schwerpunkt ganz klar auf Natur- und Artenschutz. Das ist gegeben. Und der andere Aspekt ganz klar Erholungswald. Auch das hatte ich schon erwähnt, dass dieser Wald, gerade dieser Büdertalweg, sehr intensiv genutzt wird. Es ist ein Naherholungsgebiet. Wir sind nicht weit weg vom Neckartal. Also der ganze Bereich zwischen Tübingen und Rottenburg mit den Orten Kiebingen, Bühl, Kirchberg etc. nutzen dieses Gebiet sehr intensiv als Naherholungsgebiet. Und darauf ist auch die Bewirtschaftung auszurichten. Jetzt die Maßnahmen im nächsten Jahrzehnt, Punkt 12. Wäre es ein Wirtschaftswald? Dann wäre der richtige Begriff eine Vorratspflege. Vorratspflege, das ist die Art der Behandlung nach Abschluss der Durchforstungen bis zum Erreichen des Zieldurchmessers. Der wäre bei Eiche etwa bei 80 cm. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber auch hier, weil es ja kein wirklicher Wirtschaftswald ist, wäre das hier einfach eine extensive Nutzung abgängiger Bäume, verkehrssicherungslich betrachten, aber aufgrund der starken Stammzahlreduktion der letzten Jahre keine starken Eingriffe. Nachdem wir jetzt alle Punkte abgearbeitet haben, kommen wir unter Punkt 2 auf Seite 1 zu der abschließenden Charakterisierung. Und wieder langsam, damit Sie es gut verfolgen können. Es handelt sich um ein lockeres bis lückiges, zweischichtiges Stieleichen-Altholz mit truppweise beigemischtem Bergahorn und Schwarzerle sowie einzeln beigemischten Fichten und Eschen im Alter von ca. 120 Jahren. Wobei beim Alter natürlich dazu zu sagen ist, der Bestand ist aus Naturverjüngung entstanden. Der hat bestimmt eine Altersspanne von 40 Jahren, also vielleicht insgesamt von ca. 100 bis 140 Jahren. Damit sind wir dann am Ende unserer dritten Bestandesbeschreibung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Auch im Namen von Gypsy, die mir eben gestanden hat, dass sie Bestandesbeschreibungen langweilig findet.